Hallo, ich bin Thomas Krüger. Heute möchte ich euch den zweiten Band unserer Anna-Reihe vorstellen. Anna und der Rubin der Finsternis. Das ist das gruselige Abenteuer dieser Reihe. Anna ist ein 11-jähriges Mädchen, das mit den Eltern und den beiden älteren Geschwistern in Transsilvanien unterwegs ist und wegen eines Unwetters Zuflucht in einer alten Burg findet. Und so steht die Familie nun vor der Tür, die sich öffnet. Zeitgleich jagt ein greller Blitz über den pechschwarzen Himmel. Donner kracht, ich zucke zusammen. Eine Gestalt erscheint im Türrahmen, ein kleiner Mann, der einen brennenden Kerzenleuchter in der Hand hält. Ein Kobold? Er geht gekrümmt, hat einen Buckel auf dem Rücken. Sein Gesicht ist voller Narben und Falten. Lange, zopfige Haare schwingen um seinen Kopf. Dazu eine gebogene Nase mit einem dicken Pickel darauf. Ob die anderen Bewohner genauso alt und schrecklich aussehen wie er? Ich höre Papa und Etrin mit dem reden. Schließlich weicht der Kobold zurück, weist mit dem Arm ins Innere. Kommt, ruft Papa, winkt uns zu. Laura und Felix folgen der Aufforderung zuvor. Ich zögere. Auf jetzt, Anna, fordert Mama energisch. Sie schiebt mich förmlich durch die Tür. Alles in mir widerstrebt, aber ich will Mama nicht widersprechen. Wir sind im Trocknen, in einer Halle. Große Standleuchter und brennende Kerzen in den Wänden erhellen sie gespenstig. Am Ende führen rechts und links zwei breite Treppen in das nächste Stockwerk. Haben die Telefon? Fragt Mama. Das Unwetter hat die Stromversorgung unterbrochen, antwortet Papa. Aber wir dürfen die Nacht hier bleiben. Hier bleiben? Stottere ich. Mama widerspöttisch. Du kannst gerne im Auto übernachten, Schatz, mitten im dunklen Wald. Nein, entgegne ich hastig, dann lieber hier. Dachte ich es mir doch, grinst Mama, fährt besorgt fort. Wir müssen die nasse Kleidung loswerden. Unsere Klamotten sind im Auto, lästert Laura. Papa reagiert. Ich werde das Nötigste holen. Etrin wird mit euch hier bleiben. Laura blickt sich um. Das ist eine Gruft, Dad. Müssen wir echt hier bleiben? Jetzt habe ich aber genug, schimpft Papa lautlos. Ich will nichts mehr von euch hören. Wir bleiben hier, bis sich das Unwetter gelegt hat. Damit basta. Wow, Papa ist voll sauer. Ich blicke zu meiner Schwester. Ihre Augen funkeln mich an. Ausnahmsweise sind wir einer Meinung. Plötzlich knallt eine Tür ins Schloss. Erschrocken drehe ich mich um. Der Kobold kommt auf uns zu. Er trägt ein Tablett in Händen, darauf stehen Tassen und eine Kanne. Weit mehr erschreckt mich die junge Frau, die an seiner Seite ist. Lange schwarzes Haar, dunkle Augen, ein blasses Gesicht, blutrote Lippen, hinter denen spitze Eckzähne aufblitzen. Sie trägt bodenlange, wallende Gewänder in weiß und schwarzen Tönen. In den Händen hält sie mehrere Handtücher. Guten Abend, grüßt die Frau. Ich heiße Sie auf unserer Burg willkommen. Mein Name ist Uxandra. Guten Abend, erwidert Papa. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Professor Spürmann, das ist meine Familie. Sehr erfreut, erwidert sie lächelnd. Ich bedauere Ihre Notlage, Herr Professor. Es ist gut, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie sind selbstverständlich unsere Gäste, solange Sie wünschen. Babu, sie weist auf den Kobold, hat Ihnen heißen Tee bereitet. Ich bringe Ihnen Handtücher als erste Maßnahme. Wir haben eine gewisse Auswahl an Kleidung im Haus. Sie wollen sicherlich trockene Kleider anlegen. Danke. Das ist sehr freundlich, Ruxandra, entgegnet Papa. Wir wollen Ihnen keine Umstände bereiten. Ruxandra fährt in sanftem Ton fort. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihrer Frau und Ihren Töchtern die Gewänder sehr gefallen werden. Ich sehe, wie Laura Papa mit großen Augen anschaut, energisch den Kopf schüttelt. Sie mag keine Gewänder. Papa sagt, wir kommen gern auf Ihr Angebot zurück. Dad, flüstert Laura, nee. Ein flüchtiges Lächeln huscht über Ruxandras Gesicht. Sie nähert sich, schaut Laura an. Es wird dir bei uns gefallen, sei dem versichert. Meine Schwester verharrt, traut sich nicht zu widersprechen. Ruxandra blickt zu mir, streicht mir mit ihrer Hand über meine Wange, wendet sich um. Sie haben hübsche Töchter, Herr Professor. Wow, was für Fingernägel. So lang wie Tigerkrallen und rabenschwarz. Eine Bewegung auf der Treppe lässt mich aufschrecken, erstarren. Ein Riese von Mann steht auf den Stufen. Schauriges Licht umgibt ihn. Ich habe ihn nicht kommen gehört. Schwarzes Haar, streng dahin gekämmt, im Nacken mit einem breiten Band zusammengebunden. Er
trägt ein schwarzes Cape, dessen Saum über die Stufen fließt. Alles an dem Mann ist schwarz, bis auf das bleiche Gesicht und die blutroten Lippen. Dracula höchstpersönlich, was schaudere ich. Darf ich Ihnen Ihren Gastgeber vorstellen? Deutet Oxandra mit der Hand auf den Mann. Fürst Menea Bathory, mein Gemahl. Nee, sind wir echt in Transsilvanien? Und jetzt stellt sich die Frage, sind das echte Vampire oder nicht? Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick gefallen. Ich würde mich über Feedback und Rezensionen sehr freuen und wünsche euch spannende und gruselige Lektüre. Tschüss.